Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, euch interessiert das heutige Videothema. Ich habe nämlich online bestellt und ich habe mir schon die letzten Wochen so oft vorgenommen, dass ich mich jetzt vor die Kamera setze und dieses Video drehe. Jetzt habe ich es tatsächlich endlich mal geschafft. Ich habe mich aufgerafft und sitze jetzt hier und drehe für euch das Video. Die Klamotten, die ich bestellt habe, liegen nämlich schon seit etlichen Wochen hier in meinem Zimmer auf einem Stapel und ich habe die nicht angezogen, damit ich für euch das Video noch drehen kann. Jetzt ist es endlich soweit und ich filme für euch ein kleines Shein-Online-Haul-Video. Also ein kleinen Online-Haul. Und ich habe bei Shein oder Shein, wie auch immer man es nennt, online bestellt, weil ich für den Sommerurlaub noch ein paar Klamotten brauchte. Letztendlich kam das Paket dann leider doch erst nach dem Urlaub an, aber immerhin habe ich ein paar schöne neue Sachen und die möchte ich euch heute zeigen. Und deswegen würde ich sagen, beginnen wir einfach mit dem Video. Das erste Teil, ich überlege gerade, ob ich mich ein bisschen seitlich setze und euch das Bild hier einblende oder ob ich das dann einfach hier reinschneide. Mal schauen, ich setze mich jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen zur Seite und dann mal gucken, wie ich das Video bearbeite. Aber wir starten einfach mit dem ersten Oberteil. Ich habe nämlich ziemlich viele Oberteile bestellt. Einige sind sehr schön, andere sind ein bisschen ein Fail. Aber wir starten jetzt mal mit dem ersten, das ist wirklich sehr schön und zwar ist das ein schlichtes, einfaches Top, aber es hat ein bisschen hier so V-Ausschnitt und was ich ganz schön finde, also am Rücken ist es ziemlich ausgeschnitten und auch vorne und was ich ganz schön finde ist, oder was ganz praktisch ist, dass es halt doppelter Stoff ist, also es ist nicht durchsichtig oder so, man kann ganz entspannt hier einen ordentlichen BH drunter ziehen, den man dann eben nicht durchsieht, weil es eben ja ziemlich dicker Stoff sozusagen ist. Es ist ein super, super schönes Top. Und wenn man abends mal feiern geht oder so, ist das ein echt, echt ja geeignetes Oberteil dafür. Ich finde es total schön und ich habe es auch schon öfter angehabt. Die einzelnen Teile verlinke ich euch auch unten in der Infobox, beziehungsweise schreibe ich da auch nochmal die Preise rein, wie auch immer, weil ich habe jetzt hier leider keinen Kassenzettel mehr, also keinen Bestellzettel. Sonst würde ich euch jetzt auch gleich sagen, wie viel das gekostet hat, aber das findet ihr auch auf der Internetseite. Ich packe euch die Links, wenn ich es noch finde, unten in die Infobox. Dann kommen wir zu einem nächsten Top und das ist auch wieder weiß. Also ich habe mir extra weiße Tops bestellt, weil ich habe hier eine Hotpants zu Hause gehabt, die wollte ich im Urlaub unbedingt anziehen und das ist so eine locker sitzende Hotpan, die weiß gestreift ist, weiß-rosa gestreift und ich dachte mir, dazu passen doch nur eng anliegende weiße Tops oder halt bauchfreie Tops. Und da ich nicht so gerne bauchfrei mich zeige, habe ich mir überlegt, einfach enge Tops zu bestellen oder halt T-Shirts, die dazu passen könnten. Und deswegen sind einige weiße Oberteile dabei. Und zwar auch hier unter anderem so ein normales, schlichtes, weißes Basic-Top. Ich finde das richtig süß, ist halt leider auch wirklich bauchfrei. Also man muss wirklich, also ich ziehe dazu eigentlich liebend gern eigentlich irgendwie eine High-Waist-Jeans oder Hotpants an, damit man einfach nicht ganz so viel Bauch sieht. Ich mag das einfach nicht, ich fühle mich da super unwohl. Aber wer das mag und wem das nicht stört, der kann sich das auf jeden Fall mal anschauen. Das ist richtig süß, halt total schnucklig klein und ich finde das auch cool, dass man die Knöpfe hier so ein bisschen beliebig, wie man möchte, aufknöpfen kann. Also manchmal ist das ja auch nur quasi Attrappe oder Deko, dass die Knöpfe nicht aufzumachen gehen. Aber hier klappt das ganz wunderbar und es ist wirklich ein Basic-Top, nichts Besonderes, aber halt auch ja super süß. Dann kommen wir zum nächsten und das ist zwar auch wieder ein weißes Oberteil, aber es ist nicht basic, sondern halt, es ist was Kleines drauf. Ich hatte das T-Shirt schon mal an und ich habe mich richtig unwohl gefühlt, weil wir waren auf einer Feier und ich dachte mir, wenn ich das jetzt anhab, das sind so jugendliche Studenten rumgelaufen und alle so richtig schick gemacht und ich renne dort mit diesem Oberteil rum. Das war mir richtig unangenehm, aber ich finde es total süß eigentlich. Ich habe es extra bestellt, weil ich es richtig niedlich fand. Und zwar dieses Let's Avocado T-Shirt. Ich finde das total niedlich. Ist halt wieder ein ganz normales weißes Basic-Oberteil. Ja, mit zwei Avocados drauf, die sich quasi knuddeln wollen. Und ich fand das total niedlich. Da gab es unterschiedliche Aufdrücke von. Das habe ich in S bestellt. Die anderen Oberteile, bei dem weiß ich es jetzt gar nicht so genau. Und das hier ist auch eine S. Also die meisten Oberteile sind in S bzw. M bestellt. Das hier, wie gesagt, auch in der S, passt auch super, sitzt ein bisschen locker, nicht zu eng. Ich finde das total niedlich und das kann man auch gut zu einer super einfachen Basic Jeans kombinieren. Ich mag sowas einfach und ich fand es total süß und deswegen habe ich es bestellt.
Ja, kommen wir zum nächsten Top und das ist ein einfaches schwarzes wieder. Ich habe das im Internet gesehen und fand das total toll. Ich fand das richtig schön. Ich hatte mehrere solche Oberteile bestellen wollen, habe mich dann letztendlich für zwei, drei einzelne entschieden, weil sonst einfach das Budget, es wäre sonst einfach zu teuer geworden. Deswegen habe ich mich für so zwei, drei Tops entschieden. Und ich dachte eigentlich, das wird bestimmt richtig schön und das sieht bestimmt total toll aus. Und dann kam das Jahr und ich habe es anprobiert und ich war echt ein bisschen traurig, weil das eben einfach nicht so war, wie es dort auf dem Bild abgebildet war. Also es sieht in echt nicht so schön aus wie auf der Internetseite. Ich finde, das ist so ein bisschen ein Fail geworden. Und zwar hier dieses einfache schwarze Basic Top, was hier vorne so Spitzen. Ja, Muster quasi hat hinten wie vorne. Und ich fand das im Internet, wie gesagt, richtig schön und ich wollte das unbedingt haben. Und ja, dann hatte ich es zu Hause an und war ein bisschen enttäuscht. Also, ihr seht ja, wie es angezogen aussieht. Habe ich in XS zum Beispiel bestellt. Ihr müsst wirklich gucken, was ihr für Größen dort auswählt. Also bei den anderen Tops hatte ich jetzt immer S bestellt. Hier habe ich XS bestellt und das passt auch echt gut. Man kann nämlich auch die Träger noch verstellen. Also das ist an sich nicht schlecht. Es ist ja nichts Besonderes leider. Ich habe es jetzt trotzdem behalten, weil ich wollte jetzt keine Bestellung wegen zwei Oberteilen zurückschicken, die mir nicht gefallen. Jetzt erstmal habe ich es behalten und mal schauen, vielleicht gefällt es mir doch so im Laufe der Zeit. Und ich kann das irgendwie ganz cool kombinieren, dass es sich noch ein bisschen lohnt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Oberteil so findet. Und dann kommen wir schon zum zweiten schwarzen Top, was ich bestellt habe. Und das fand ich auch total schön. Und als es dann hier ankam, war ich auch ein bisschen enttäuscht. Es ist irgendwie nicht ganz so toll, wie ich gedacht hätte. Und zwar sieht es so aus. Es ist ein eher außergewöhnliches Oberteil. Das ist auch wieder ein bisschen bauchfreier geschnitten. Genau, das habe ich jetzt hier in M bestellt. Also die Größen fallen wirklich etwas anders aus. Ich glaube, ich hätte das auch in S bestellen können, weil das relativ stretchy ist. Hier an der Seite ist auch ein Reißverschluss, also man kann es ganz gut zumachen. Und die Ärmel, also die Träger sind auch ziemlich lang. Das heißt, ich muss mal meinen Onkel fragen, irgendwie, ob der die irgendwie kürzt oder so, weil ich habe nicht so einen großen Oberkörper. Also die Träger sind ein bisschen zu lang. Ich hätte es wahrscheinlich doch in S bestellen sollen oder so. Aber die Größentabellen habe ich mir eigentlich angeguckt und war eigentlich mir ziemlich sicher, dass ich das in M bestelle. Ich dachte mir lieber ein bisschen zu groß als zu klein. Ich dachte, das ist mal ein bisschen was Neues. Und es sieht ganz süß aus, wenn das hier so am Bauch überkreuzt ist. Ich fand das total schön und irgendwie hat es mich ein bisschen enttäuscht, als ich es anhatte. Ich muss mal gucken, vielleicht gewöhne ich mich dran. Vielleicht finde ich auch da wieder coole Outfits, wie ich es irgendwie besser kombinieren kann. Aber da, ich glaube, da muss ich mich ein bisschen durchtesten, weil ja. Ganz überzeugt war ich jetzt am Anfang davon nicht, leider. Das verlinke ich euch auch wieder in der Infobox. Und dann kommen wir noch zum nächsten Oberteil, auch schon wieder zum letzten. Dann habe ich nur noch ein Bikini bestellt. Und zwar ist das wieder ein ganz normales weißes Basic Top. Hier, ich sage es gleich am Anfang, in Größe XS wieder. Und es ist auch relativ groß. Da war ich mir auch unschlüssig, behalte ich das nicht. Das ist ähnlich wie das schwarze. Also es ist auch ein ganz normales Top. Was ich ganz süß finde, hinten ist es so überkreuz, wie man sieht. Und vorne und hinten halt so mit Spitze. Quasi, ja, so an den Rändern so mit Spitze verziert. Ich finde das ganz schön. Ich finde, das macht es immer richtig elegant. Und ich fand die Oberteile richtig schön. Und dann war ich irgendwie ein bisschen enttäuscht, dass die hier ankamen. Weil, wie gesagt, auch hier, das ist schon eine XS. Und trotzdem sind die Träger richtig lang. Also das hängt mir zu weit unten. Das ist nicht ganz so schön. Hier muss auch mein Onkel wieder ein bisschen was umnähen. Aber sonst ist es eigentlich ein ganz schönes Top. Also hier ist es ein bisschen durchsichtiger. Das ist nicht zweischichtig, sondern halt nur ein Stoff. Also man sieht ein bisschen durch. Aber das ist auch noch okay. Also nicht ganz so schlimm, dass man hier wirklich alles durchsieht, sondern das geht auf jeden Fall. Und an sich ist das echt ein schönes Oberteil. Nur wie gesagt, es ist halt leider ein bisschen zu lang, also die Träger hätten kürzer sein können, aber sonst auch wieder, ja, sah es, finde ich, auch im Internet, glaube ich, ein bisschen anders aus als in Real. Also, ja, es gibt so die ein oder anderen Oberteile, von denen ist man wirklich begeistert. Das hat super Qualität und sitzt auch perfekt und ist so, wie es versprochen ist, auch wie das Bild im Internet so ist. Und manche sind einfach, kommen irgendwie ein bisschen anders an, als man sich das so vorgestellt hat. Dann kommen wir zum letzten und das ist ein super schöner Bikini. Ich hatte so viele Bikinis, ich konnte mich gar nicht entscheiden und letztendlich habe ich dann doch einen bestellt. Das war gleich ein Zweiteiler und zwar Hose und Oberteil halt zusammen. Die Hose sieht hier ein bisschen knapp aus, also es geht. Es ist jetzt kein Tanga, aber es ist auch keine, ja, Hose, die komplett über den Po geht.
Ihr seht, es ist auf jeden Fall ein bisschen Stoff da. Aber da auch wieder jedem das Seine. Also manche gehen gerne in Tanga an den Strand. Manche mögen es eher, wenn der Popo ein bisschen zu ist. Und bei mir ist es hier so ein Mittelding. Ihr seht es auch bei mir nochmal getragen. Ich finde die Hose einfach richtig schön. Das ist, glaube ich, so eine Triangelhose, oder wie man die nennt. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall sitzt die perfekt und ich finde sie richtig schön. Und der Bikini hat, ich muss, glaube ich, mal gucken, das ist Größe S. Der passt richtig gut, hätte ich gar nicht gedacht. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Was auch ganz gut ist, man kann bei dem Bikini hier an der Seite diese Schalen quasi, diese BH-Schalen rausnehmen und auch reinmachen, wie man das halt gerne möchte. Das ist aber fast bei jedem Bikini, glaube ich, so. Also ja, er ist ein bisschen schwer zu binden. Also ich hatte eine Weile gebraucht. Ich dachte mir, scheiße, jetzt hast du den Bikini aufgemacht, als der ankam. Dann hatte ich hier so ein Ding in der Hand und dachte mir, wie soll ich den jetzt zur Hölle binden? Aber wenn man sich das Teil richtig anguckt, dann ist es gar nicht so schwer. Ich dachte mir dann so, warte mal, das ist viel zu lang, um mir das um den Rücken zu binden. Und das hier sind eigentlich immer die Bändel, die um die Schulter kommen. Dann kann ja das eigentlich nur das sein, was um meine Taille quasi, beziehungsweise um meinen Brustumfang kommt. Und dann kann man sich das einfach ganz einfach anziehen. Dann könnt ihr das um den Hals mit den dünnen Bändeln zuknoten. Also es ist wirklich ein bisschen kompliziert. Aber wenn man das einmal gesehen hat, was hier hinten und vorne ist, dann versteht man das ganz schnell. Und dann geht das auch bei jedem, ja, neuen quasi anziehen, geht das immer wieder viel besser und irgendwann hat man es dann einfach raus, den Dreh. Aber ich finde den Bikini so schön. Ich mag die Farbe, das macht mich nicht zu blass. Ich mag die Form so mit diesem gebundenen und auch die Unterhose sitzt perfekt. Also ich finde es richtig, richtig schön und ich bin mit dem Bikini sehr zufrieden. Ja, genau, das war es jetzt eigentlich auch schon. Das war alles, was ich so bei Shein bestellt habe. Ich verlinke euch, wie gesagt, alle Klamotten unten in der Infobox. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr solche Hauls sehen wollt oder auch vielleicht mal, wenn ich im Drogeriemarkt war oder irgendwo anders shoppen, dann, dass ich euch da mal die Ausbeute quasi zeige, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, mal schauen, ob ich überhaupt demnächst Klamotten bestelle oder kaufe, weil ich jetzt momentan eigentlich genug Klamotten habe. Aber wenn wirklich mal was sein sollte, dann schreibt gerne mal, ob ihr dann was sehen wollt oder ob ich es lieber auf Instagram nur zeige oder so. Ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund und munter und bis dahin. Tschüss!